Hantaiwi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Rossi, und zwar Robert und Dina Rossi, dann die nächste Generation Rosa und Peter Rossi, und die beiden haben zwei Kinder, nämlich den Robby und die Dina, also sozusagen klein Dina. Genau, die ist auch hier vorne irgendwo, warte, die Art, guck mal, die könnte man mal rausholen. Papa, kannst du mal, was macht er eigentlich? Ah, Internetrecherche. Und sie macht Reden üben. Dann würde ich sagen, kommst du mal her und gehst dein Enkelkind aufs Töpfchen bringen. Sie hat noch, sie ist 67 und ich bin mir bei dieser Länge der Lebenszeit hier immer nicht so ganz sicher. Es könnte theoretisch heute sein, also es ist ja schon mal so passiert, dass dann der Sensemann kommt. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Schauen wir einfach mal um 18 Uhr, was dann los ist. Genau. Kleindina werde ich erst später blondieren, sozusagen. Oh, jetzt haben wir es gelernt. Ja, cool. Wusste ich gar nicht, dass wir es noch gar nicht gelernt hatten. Warte mal, ich muss mal schauen. Wer ist da gestorben? Oh, Sonja, stimmt. Sind verwandt mit ihr. Ach ja, klar. So, laufen und sprechen, und jetzt haben wir aufs Töpfchen gehen gelernt. Ich hätte noch ein bisschen Hunger, Oma. So, warte. Dann machen wir das mal direkt. Flasche holen für Dina. Dann machen wir das hier noch leer. Und dann gehe ich erstmal selber in die Badewanne. Was macht unser Robert eigentlich? Ah, der schläft noch. Ist gut. Das ist okay. Er hat da sein Platin-Level geschafft, aber was ich noch nicht habe, ist in die Zone zu bringen. Das habe ich noch nicht geschafft bei ihm. Er hat jetzt auch sein Platin-Level geschafft, ist Sportexperte. Und Sport, genau, auch da, das haben wir noch nicht. Deswegen ist er gerade am Recherchieren, glaube ich, oder was? Ja, Internetrecherche. Genau, die Rosa ist noch unterwegs. Da muss ich jetzt gerade mal schauen. Oh ja, die hat noch nicht ihren Platin-Level. Aber ich glaube, die kommt heute mit einer Beförderung nach Hause. Das wäre ganz cool. Und unser Robby, der kommt hoffentlich mit einer besseren Note nach Hause. Ja, soweit erstmal hier. So, klein Dina. Nee, komm, iss mal was, bevor, dann wird es nicht schlecht. Genau, und dann gucke ich nochmal kurz. Kreativität haben wir genug. Kannst du nicht was Logisches machen? Wo haben wir denn das Teil mit Logik? Irgendwo. Echt jetzt? Ob ich das Dach da draußen? Guck mal hier. Spielen. Sie hat auch total die Augen vom Papa abbekommen, oder? Ja, finde ich schon. Er irgendwie auch. Das finde ich ein bisschen schade. Denn sie hat... Wobei, sie hat auch gar nicht so große Augen. Fällt mir gerade jetzt so auf. Aber er hat halt so kleine, ne? So kleine Schlitzaugen hier. Was? Wolltest du da hingehen? Du kannst eigentlich deinen Tag genießen. Oder möchtest du mal in die Zone? Ach nee, in die Zone haben wir dich gekriegt. Oh, warte mal. Oder? Ja, da hängt's. In die Zone haben wir dich schon geschafft, meine Liebe. Ich weiß nicht, ob du unbedingt noch irgendwas lernen möchtest. Dann können wir mal hier runter und können sagen, okay, wir machen mal ein bisschen Sauberkeit. Lass mal die Diener was mit dem Lernen machen, tun. So, ich spule mal ein bisschen vor. Er ist, glaube ich, in Pension, ne? Ja, da muss ich dann nicht groß Acht geben. Irgendjemand ist gerade in der Zone gelandet. Blog über Spiele. Spiele? Habe ich jetzt Spiele? Ja, Spiele. Er ist Spiele und er ist Sport. Okay. Bist du... Ah. Ah, Sauberkeit ist... Natur. Klar. haben wir nicht noch irgendwo einen Computer? Klar, oben bei Robby, gell? Ja. Dann würde ich nämlich sagen, dann kannst du nämlich aufstehen und dann kannst du Blog über Spiele machen. So, und dann spulen wir mal noch mal eine Stunde vor. Kommst du hoch? Ja.
Satinka ist auch hier. So, 15 Uhr. Tack, tack, tack. Alles. Yay! Restaurantführerin. Ja, cool. 14 bis 22 Uhr demnächst. Du hast auch irgendeine Arbeitskollegin mitgebracht. Habe ich gesehen. Ich meine, das war Hella, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Ja, klar, es ist Hella. Guck mal. Sprich mal die Hella an. Da kennst du sie schon. Nö. Schadet ja nichts. So jemand kennenzulernen. Oh, was war das? Mit der Mama? Mit der Mama. Ja, cool. Ja, dachte ich mir fast, dass sie dann jetzt ein bisschen was lernen darf. Irgendwie bin ich mit Rosa nicht so weit, ne? Wie man sieht. Aber egal. Sie hat jetzt 3 Tage. Also den heutigen und noch 2 Tage. Und dann können wir da noch vielleicht ein bisschen was reißen. Du gehst mal duschen. Und was habe ich? Logik, Kreativität, Kochen. Dann machen wir doch mal Kochen erst zuerst. So. Oh. Ja, dann streichel mal dieser Tinker. Oh. Warte mal. Pensioniert. Doch, also ich dachte... Ach, das war Rente, hat sie bekommen, oder? Die kleine Satinka. Loben für Verspieltheit mit anderen. Und dann gucken wir mal, was wir essen. Und der macht Spaß. Können wir fast was kochen. Wo ist Dina? Hier muss ich mal ein bisschen Acht geben. Harndrang. Okay, geh mal auf die Toilette und dann schicke ich dir gleich mal jemanden vorbei. Zum Beispiel die Dina. Oh, guck mal, Dina. Oh. Ha, jetzt haben wir das voll geschafft. Das habe ich gar nicht gemerkt jetzt gerade. Genau, dann schicke ich dir hier jemanden vorbei. Warte mal, du machst das vielleicht mal direkt weg. Haben wir hier... Mal was drin. Und dann Bett. Sie ist die einzige, die gerade kein Platin hat. Echt jetzt? So, Dina ins Gitterbettchen bringen und dann leeren. Ja, du sollst auch nicht spielen jetzt. So. Großartig. Und dann auf die Toilette gehen. So, er ist immer noch hier oben. Wo sind wir denn? 2 Punkte fehlen uns noch. Naja, gut, okay. Du kannst das hier mal aufräumen. Oh. Sport. Was kann ich denn sonst noch machen? Block. Hm. Basketball, Fußball, Football. Na gut, du gehst erstmal auf die Toilette. Irgendwie gefällt es mir halt am besten. Also sie bleiben oftmals am ehesten hier sitzen. Oh, sei denn der Hunger kommt oder ich weiß nicht. Halt, nee. Guck mal, du kannst hier drüben auf die Toilette. Und irgendwie genau Freundschaft. Oh, Hobby. Hobby geht ins Bett von Oma und Opa. Dina ist auch im Bett. Rosa. Jetzt gucke ich mal. Na gut. Ach, Rosa, weißt du was? Du könntest... Hallo, Gerda. Du könntest was kochen. Abendessen servieren. Oh, gefüllte Regenbogenforelle. Haben wir Fisch anscheinend irgendwann mal... Haben wir mal geangelt. Ach ja, wir haben so einen kleinen Teich hier vorne. Hier vorne. Und da hatte ja die Dina das geschafft. Mit ihrem Natur. Hallo Gerda. Hallo. Können wir uns hier einmal vertraut küssen. Und ein bisschen abhängen. Jetzt bin ich mal wieder am Überlegen, wie seid ihr miteinander verwandt? Gerda ist ja eine Grusel.
Und Dina hat doch mit Großel geheiratet. Aber wie sind wir denn trotzdem verwandt? Ist irgendwie komisch. Oh mein Gott! Oh mein Gott, natürlich! Oh, ich habe gesagt, Gerda ist eine Grusel und sie hat jemanden geheiratet. Das ist meine Tochter. Oh, meine Güte, natürlich. Die Gerda ist ja Dinas leibliche Tochter. Die einzigste eigentlich, also als Grusel. Die Rosa ist ja die andere leibliche Tochter. Oh mein Gott, also manchmal vergesse ich selbst echt sowas. Krass. Liest du ihm gerade was vor? Ach, tatsächlich, wie süß. Schafft Ada, geschafft. Guck mal, die Dina ist jetzt hier. Dann kannst du sie mal rauslassen. Halt. Bisschen was zu essen geben vielleicht. Oh, das wird auch nur ein Part. Das ist jetzt ja nicht so viel zu tun. So, er schafft es und du, genau, du isst erstmal eine Runde. Und danach machen wir wieder was weg. Eins, zwei, drei. Du kannst helfen. Das kannst du noch abspülen. Und dann gehen wir erstmal ins Bett. Robby. Dina. Robby. Robby, geh mal hoch. Spiele, 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 Block über Spiele. Sie macht gerade ein bisschen Logisches. Yibidi. Yibidi. Guck mal, du kannst auch mit dem Hasen jetzt mal ein bisschen nicht immer bei dem innen bleiben, was du machst. Oh, Robby. Robby, dann kannst du hier mal aufstehen und andere Sachen machen. Du hast ja irgendwie, müsstest du doch Hausaufgaben mitgebracht haben. Oh, da draußen ist was. Sie sitzt immer noch da. Wo habe ich denn meine Hausaufgaben hingelegt? Er war doch weg. Natürlich war er weg. Sind das meine Hausaufgaben? Nee. Ha. So, jetzt hör mal auf zu essen. Und dann machen wir das weg. Oh, nee, nicht. So, aufräumen. Irgendwo müssen doch meine Hausaufgaben sein. Ist der nach oben gegangen, als er nach Hause kam? Okay, warte mal. Dann gucken wir mal hier. Aber das sieht auch nicht danach aus. Und hier sehe ich auch keine. Seltsam. Etwas komisch. Guck mal, das kannst du dann wegwerfen. Er sieht seinem Papa echt eher ziemlich ähnlich, finde ich. Guck mal, das kannst du noch essen. Und dann die mit der Tante kannst du ein bisschen quatschen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo seine Hausaufgaben sind. So, du kommst mal hoch, gehst mal auf die Toilette und gehst erstmal schlafen. Genau. Machen wir das erstmal. Er macht hier gerade noch sauber. Er ist hier oben, der Papa ist hier unten. Jetzt gucke ich mal gerade, wie schnell. Immer noch 2 Punkte und du auch. Ich glaube, so der letzte Punkt ist immer gefühlt ewig, braucht er ewig. Geh du mal auf die Toilette.
Und dann machen wir mit dem Häschen weiter. Aber eigentlich sind wir alle beschäftigt, ne? Oh, übrigens, 68, wir haben es geschafft. Aber ich glaube, das ist dann definitiv der letzte Tag. Genau, dann ziehen wir uns wieder um. Kriegt dieser Tinker mal was Neues? Oh, du solltest das essen. Ist ja nur eine Kleinigkeit, aber. Genau, was können wir noch lernen? Oh, wir können draußen schwimmen gehen. Auch wenn ich jetzt echt nicht weiß, wo ich meine Hausaufgaben hingelegt habe. Ich müsste mich daran beim nächsten Mal daran erinnern. Meistens wird es ja oben drauf gelegt, dass ich ihn sozusagen beobachte, ne? Oh, hallo Robert. So, Dina. Dina, geh mal auf Toilette. Dann kannst du es sauber machen. Charisma. Kreativität. Ja, warum nicht? Üben wir ein bisschen Klavier. Und er, Freunde, Handrang. Oh, warum nicht? Warte mal. Hier einmal reden, plaudern. Oh nein, Gerda. Wo gehst du hin? Gerda? Wo geht's jetzt hin? Ich wollte mit dir quatschen. Hier, ich wollte mit dir abhängen, eigentlich. Jetzt geht sie zu Rosa. Bis später. Doof. Blöd. So, einmal benutzen. Freunde. Freunde, was mache ich denn? Ich mache mal ein bisschen hier Logik. Aber. Doch, du wolltest, glaube ich. Ja, du musst noch einen Punkt machen. Warte mal. Lass ich ihn erstmal hinsetzen. So, und. Mitmachen. Dann spielen wir mal zusammen. Das macht dann natürlich auch wieder Spaß. So, mal ein bisschen vor. Und er macht als draußen Körperpunkte. Kreativität. Genau, 4 Uhr. Das heißt, wir gehen nochmal eine Runde schlafen. Besser ist das. Wie geht's dir? Oh mein Gott. Hilf ihr mal, Dina. Handrang. Wobei, Handrang kannst du dir immer noch selber. Habe ich doch vorhin gesagt. Geh mal auf Toilette. Schick mal die Dina hierher. Oder warte mal. Fische füttern, säubern. Genau, und dann machen wir die Dina ins Bett. Geht noch nicht. Komm schon. Fertig. Danach müssten wir uns mal ein bisschen mit ihr beschäftigen. Aber die ist jetzt so rotmüde, von daher. So, Spaß ist schon mal oben. Der Logikpunkt ist aber noch nicht erreicht. Der Papa, den mögen wir immer noch. Hat sich ja nichts geändert. Dann haben wir wenigstens einen hier in die Zone gebracht. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Das ist cool. Da dürfte dann jetzt gleich jemand kommen, hoffe ich mal. Oh. Oder auch nicht. Ha. Wir haben zu früh aufgehört, kann das sein? Geh mal hier hoch. Dann gehst du erstmal schlafen. Musst du morgen arbeiten? Oh ja, Dienstag, 11 Uhr. Dann sollten wir vielleicht noch fix schlafen gehen. Aber ich habe jetzt noch keine Plakette, ne? Nee. So lange war ich nicht in der Zone anscheinend. Das ist ja doof. Das ist echt doof. Dann mache ich einfach nur den Haken nicht. Doch. Yay. Jetzt habe ich doch noch rückwirkend die Plakette bekommen. Wartet. So, Moment.
Da ist sie. Yay. Plakette für Sport. Ach so, wir müssen unsere liebe, wie heißt sie? Rosa, die müssen wir noch malen. Das ist noch notwendig. Die werde ich dann hier hinhängen. Und deine Plakette, die hänge ich jetzt gerade mal hier hin. Kann ich? Ja. Damit ich das weiß. Cool. Aber trotzdem darfst du erstmal schlafen. Ich mache mal einen Haken bei dir. Sport. Yes. Jetzt habe ich schon wieder 20 Minuten. Ich weiß auch nicht, warum ich momentan. Aber ansonsten wären es 2 mal 10 Minuten. Das ist ja dann auch mit sehr kurz, ne? Schulbus. So, cool. Dann kannst du mal aufstehen. Und kannst noch mal kurz eine Runde kochen lernen. Während die Dina vielleicht was zu essen kocht. Oder sich was zu essen einfach nur rausnimmt. Das reicht ja auch. Kleine Satinka. Ach, die spielt da hinten. So, er ist im Bett. Sie ist noch hier. Der Logikpunkt, den haben wir immer noch nicht geschafft. Also so schnell lernt sie dann doch nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich auskenne bei dir. Gut, du hast, glaube ich, einen Punkt oder so bekommen. Aber ich würde dich erstmal ins Bad schicken und dich erstmal da rein. Und du, upsala, du darfst deine Tochter wird schon wieder rauslassen. Okay, Hunger und Freunde und Hygiene. Flasche für Dina holen. So. Du kannst dann aufhören. Sie ist satt. Liebhaben, knuddeln. Keine Ahnung, spazieren, führen. Wie gut verstehen wir uns doch eigentlich ganz gut. So, er geht in die Schule. Dina. Freunde, Mit dem Papa sind wir nicht gut befreundet. Da fehlt irgendwie was. Geh mal baden. Kreativität. So, ich glaube, ich sage erstmal einen Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann erstmal bis zum nächsten Mal. Dann geht es zu Familie Grusel. Hier, nach da drüben. Zu Familie Grusel. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Saki. Night out. Ciao, ciao.